Wenn ich aber heute Pferde sehe, die dann der Körung vorgestellt werden, dann sage ich, dass also diese Grundgangarten nicht mehr korrekt bewertet werden können, weil die Pferde nur unter Spannung vorgestellt werden. Also man muss bei den Pferden immer bedenken, dass es unterschiedliche Merkmale, Rassemerkmale gibt. Und wofür ich nun jetzt mein Pferd ausbilden will. Als Dressurpferd, Springpferd oder auch Vielseitigkeitspferd. Also ein Dressurpferd hat besondere Merkmale, andere, die ein Springpferd hat zum Beispiel, dass es schöne Bewegungen hat, schwingende Bewegungen hat, dass also die Fesselung vielleicht ein bisschen länger ist als die eines Springpferdes, die Haltung gut angesetzt ist, dass also Pferde einen guten Rücken hatten, natürlich sehr gute Grundgangarten, das ist das Wichtigste. Das ist aber nur möglich, wenn auch das Pferd ein sehr gutes Exterieur hat. Also wenn ich das Pferd frei sich in der Bewegung laufen lasse, auf der Koppel ist es was anderes, dann traben die Pferde meistens etwas unter Spannung. Aber wenn ich dann in der Halle bin oder an einem Platz, wo die Pferde dann auch diese Umgebung kennen, dann lassen sie sich los. Dann beurteile ich korrekterweise die Grundgangarten. Wenn ich aber heute Pferde sehe, die dann der Körung vorgestellt werden, dann sage ich, dass also diese Grundgangarten nicht mehr korrekt bewertet werden können, weil die Pferde nur unter Spannung vorgestellt werden. Aber eine korrekte Grundgangart kann man nur unter einem oder mit einem losgelassenen Pferd sehen. Das ist das ganz wichtig, dass ich die Pferde losgelassen sehe in einer Umgebung, dass sie kennen. Und daraus kann ich natürlich alles andere entwickeln. Aber Spanntritte, die sind nicht willkommen. Ja, ein junges Dressurpferd sollte erstmal sehr aufmerksam sein. Es sollte ein gutes Auge haben. Das Interieur eines Pferdes ist natürlich entscheidend. Ist es sensibel genug, um auch Hilfen prompt und leicht auszuführen? Das Pferd muss Vertrauen haben. Es sollte nicht, wenn es um Hengste geht, dann hengstig aufspielen. Das kriege ich irgendwie zurück. Mein Wahlspruch ist immer, ein guter Dressurhengst ist immer noch, der beste Dressurhengst ist der Wallach, weil der Wallach einfach so auch sein eigenes Leben hat, so wie der Hengst, aber eben doch mehr handelbarer ist. Und Stuten haben natürlich auch einen besonderen Charakter, aber ein gutes Dressurpferd zeichnet eben durch höchste Sensibilität, durch Gutheit, durch Vertrauenswürdigkeit aus und natürlich durch gute Grundgangarten. Alles vereint macht nachher auch das gute Dressurpferd. Also wenn ich ein Pferd auf der Wiese sehe, dann gibt sich das Pferd natürlich so, wie es wirklich ist. Man sieht ja immer wieder, auch Hengste werden ja dann schon 2,5-jährig aufgestallt, sodass sie dann also sich zur Körung anständig verhalten. Was heißt anständig verhalten? Aber ihr Hengstdasein eben doch nicht in der freien Natur abspielen können. Das heißt auf der Koppel und auf der Wiese. Leider ist das so. Und auch Stuten, die zur Stutenleistungsprüfung müssen, 3-jährig, werden auch sehr früh schon aufgestallt. Aber am besten beurteile ich dann Pferde, wenn sie also wirklich dann gearbeitet werden, damit ich sie auch studieren kann. Wichtig ist, dass ich ein Pferd nicht einfach in ein Vorurteil bringe, sondern einfach sich erstmal entwickeln lasse und dann den Charakter des Pferdes feststellt. Dass zum Beispiel, wenn also Hilfen gegeben werden, dass sie sich das gefallen lassen. Oder ich will rechts rum, das Pferd will aber links rum. Dann merke ich sehr schnell, dass das Pferd seinen eigenen Kopf hat. Aber Charakter ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es gibt also Pferde, wie man sie früher hatte, die dann Steiger waren und scheuen waren. Die gibt es heute eigentlich nicht mehr. Die Zucht ist so hervorragend, dass das alles so rausgezüchtet worden ist. Also Exterieurmängel kann man in einem gewissen Maß kompensieren. Man kann sie in einem gewissen Maß, wenn so Fehlstellungen, die Pferde unterständig sind, zu stark mit der Hinterhand unterständig sind, dann ist es so ein Problem, wenn sie sich hinterher versammeln müssen, dass sie die Hinterbeine zu sehr belasten und daraus widersetzlich werden, weil es denen weh tut. Andersrum ist es auch so, wenn die Pferde dann nun jetzt einen Rücken haben, der so durchhängig ist,
nicht stabil, wenig und schwach bemuskelt von Natur aus, habe ich ein Problem, diese Rückenpartie auch wirklich zum Schwingen zu bringen. Das sind Dinge, die ich dann über die Arbeit, das heißt über Cavaletti-Arbeit, über Reiten im Gelände mit einer tiefen Halseinstellung da mache, so galoppieren, über Stangen, über Hindernisse, kann ich also sehr vieles kompensieren. Auch tief angesetzte Hälse heißen nicht, dass sie nun jetzt hinderlich sind für ein gutes Pferd. Zum Beispiel bei den Springpferden, da gibt es also diesen von der Bisimet, den Nautic früher, der auch in Aachen großen Preis gewonnen hat und so. Das war wirklich ein typisches Bergabpferd. Und da hat der George Morris mir einmal gesagt, als ich Bundestrainer in Amerika war, setz dich mal drauf und stell dich mal ein bisschen durchs Genick. Das geht wiederum nicht. Das habe ich versucht. Dann habe ich gesagt, nach einer Runde, das lässt du besser sein. Du lässt das Pferd so, wie es ist. Dieses Pferd hat gelernt, mit seinen Mängeln, so wie wir sagen, das ist nicht positiv, aber mit seinen Mängeln, so bestehen. Damit kommt das Pferd klar und das wäre falsch, dann diese Mängel wirklich beheben zu wollen bei einem Pferd, das schon weiter ausgebildet ist. Bei einem jungen Pferd kann man das in einem gewissen Maße korrigieren, aber ganz weg kriegt man es nicht. Fehlstellungen bei einem Pferd von den Hufen kann der Hufschmied in jungen Jahren gewissermaßen korrigieren. Später ist es sehr schwierig. Dann würde man also die Gliedmaßen mehr oder weniger verbiegen und das Pferd würde dadurch dann Verschleißerscheinungen zeigen. Und das wäre dann halt fatal, wobei das Pferd dann Schmerzen verspürt. So, die Charaktereigenschaften, die erkennt man sehr, sehr früh, wenn man ein Pferd in Arbeit hat, das heißt ausbildet, ob sich das Pferd dann auch wirklich in diese Arbeit hineinfindet oder ob das lange dauert oder ob das schwierig ist, überhaupt nicht. Es gibt Pferde, die sich immer wehren, die immer dagegen sind. Dann ist natürlich auch sehr wichtig, ob Pferde sehr dominantes Verhalten an den Tag legen. Das ist bei Stuten wie bei Hengsten auch so, die in einer Herde groß werden, haben ein bestimmtes Dominanzverhalten. Dieses spielen sie natürlich auch in der Ausbildung ihrem Ausbilder aus. Da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen können. Das heißt nicht, dass diese Pferde minderwertig sind. Im Gegenteil, die bringen meist größere Leistung, aber man muss damit wirklich umgehen können und nicht die Pferde gegen sich bringen. Also man hat natürlich im Laufe der Zeit, wenn man also Zeit genug hat, das zu studieren, ein Pferd zu studieren, das ist natürlich sehr wichtig. Wenn man dabei älter wird, dann hat man schon mal Gelegenheit gehabt, das einfach zu tun. Und dabei ist sehr wichtig, die Merkmale eines Dressurpferdes oder Springpferdes auch mal nach der Abstammung zu beurteilen. Da gibt es also Pferde, die immer schwierig sind zu arbeiten, oft schwierig, auch abstammungsmäßig, dass man nicht so gerne hat. Und da heißt es dann oft, ach ja, erstmal Trakehner. Das sind immer Pferde, die sind immer so schwierig, aber da muss ich sagen, man muss sehr vorsichtig sein mit so einem Urteil, weil wenn die Pferde schwierig sind, muss man auch entsprechend mit ihnen umgehen. Aber man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist natürlich schwierig, dann so ein Pferd zu arbeiten, aber man kriegt sie auch hin. Dann sagt man zum Beispiel, wenn einige Pferde in einem großen Sport gewesen sind, so dass da, sagen wir mal, so diese Pferde abstammungsmäßig Don Frederico, um nur was mal Emma so nennen. Ja, sie sind nicht ganz einfach, aber man muss auch das immer ins Kalkül ziehen, wie ich mit denen umgehe. Wir haben ja auch eine Don Frederico Stute und die ist sehr wohl geraten, die bis Grand Prix sehr gut gegangen ist und auch viele schon gewonnen hat am Grand Prix. Da gibt es andere Pferde, die hohe Sprunggelenke vererben. Dann sagt man, die Pferde sind schwierig, aber das Problem liegt darin, dass diese Pferde zu schnell, weil sie sehr schön sind, diese Pferde abstammungsmäßig, will ich jetzt keinen Namen nennen, sind alle sehr schön, sind wunderbar, bewegen sich auch so top. Aber wenn es dann dahin geht, dass sie sich versammeln müssen, dass sie also wirklich ihre Hinterbeine mit dem hohen Sprunggelenk wirklich gebrauchen müssen, haben sie ein Problem, weil es ihnen dann schon mal, wenn sie überfordert sind, wehtut. Dann wehren sich Pferde auf die eine oder die andere Art. Die einen über Arbeitsverweigerung, die anderen werden krank und alles sowas. Also das sind diese Dinge, die man sehr vorsichtig angehen muss. Aber meistens liegt es an uns Menschen, dieses zu regeln. Sind wir in der Lage, das zu tun oder sind wir einfach nicht in der Lage? Denn wir sind ja auch alles nur Menschen und sind nicht vollkommen, so wie die Pferde auch. Und das muss man immer wieder
in Betracht ziehen, wenn man ein Pferd ausbildet. Also es kommt darauf an, was ich ein Pferd haben will. Wenn ich ein junges Pferd habe, das ist natürlich wie ein Buch ohne beschriebenes Blatt zu haben. Aber wenn ich ein erwachsenes Pferd habe, ein ausgebildetes Pferd, sagen wir mal so, dann muss ich das Pferd ausprobieren und muss fühlen, ob es zu mir passt, ob es charakterlich zu mir passt. Und es gibt da so eine, und ich glaube auch daran, es gibt da so eine Seelenverbundenheit, wenn ich ein Pferd sehe, auf den ersten Blick, er passt zu mir. Oder er passt eben nicht. Ich habe das oftmals erlebt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist so ein tolles Pferd, das ist ein Pferd für dich. Dass dann eben Leute gesagt haben, nee, das ist nichts für mich. Dann habe ich gesagt, bloß Finger weglassen. Wenn also nicht von vornherein diese Liebe besteht, dieses Wollen miteinander, dann muss man das nicht. Das ist wie bei den Menschen auch. Das gibt nur Streit, spätestens aber nach einigen Jahren. Also es geht immer wieder so, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, wenn der Charakter, sagen wir mal, okay ist und die Bewegungen sind okay, würde ich mich mit dem Pferd abgeben. Würde also dieses Pferd also einen sehr schlechten Charakter haben, würde ich meine Finger davon lassen. Weil nämlich der schlechte Charakter einen immer wieder Rückschritte erleben lässt. Die guten Grundgangarten, die man hat, die kann man natürlich auch größtenteils erwirtschaften mit der Zeit. Dieses schöne Gehen, dieses exaktierte Gehen, aber auch diese Grundgang erhalten. Ist aber die Grundgangart so schlecht, sagen wir mal, einen schlechten Schritt, der immer nur Pass ist, oder der Galopp ist nur ein Viertakt, dann lasse ich meine Finger davon. Das würde also wirklich ein Eklat werden, wenn ich das nun jetzt dann eben erzwingen wollte und würde dann den Charakter des Pferdes verändern und der würde sich widersetzlich machen. Dann spricht man von einem schlechten Charakter, obwohl der vielleicht einen ganz, ganz guten Charakter hat. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich würde den schlechten Charakter ausschließen und die schlechten Grundgangarten auch. Also hier haben wir haben ja vorhin schon mal über den Reifegrad eines Pferdes gesprochen. Ein Pferd, wie wir das heute Morgen gesehen haben schon, dieses dreijährige Pferd, war auf der Koppel mit den anderen Pferden doch so ein kleiner Rabauke. Es war immer so, dass dieses Pferd immer versuchte, die Dominanz auszuspielen und andere in die Ecke zu stellen. Und so, dass auch dieses Pferd dann eben andere auch verletzt hat dabei. Und dann haben wir gesagt, es ist der bessere Weg, wenn dieses Pferd lernt, mit den Menschen umzugehen und sich unterzuordnen, und dann haben das in Ausbildung gegeben für 6 Monate und haben, wie wir heute Morgen auch gesehen haben, ein tolles Pferd wieder bekommen, das also richtig Anstand gelernt hat, weil sich Leute damit intensiv beschäftigt haben. Das ist aber so, dass also in der Regel wir mit Pferden, die so dreijährig sind, anfangen dann an Equipment zu gewöhnen, dass wir sie dann longieren oder dass sie sich führen lassen, dass sie sich den Sattel auflegen lassen, dass sie mit dem Gebiss klarkommen, dass man späterhin, wenn sie so 5-jährig sind, am Ende des 5. Lebensjahres werden sie dann mit der Kandare vertraut gemacht. Das ist eben ein Instrument, wobei man sehr, sehr viel Feingefühl walten lassen muss, wenn man es ihnen einlegt. Und das sind also so die Geschichten, dass das sehr unterschiedlich ist. Der Reifegrad ist entscheidend, wobei dann eben ein 5-jähriges Pferd doch eben ein bisschen anfälliger sein kann als das 3-jährige Pferd. Nicht? Also das ist individuell sehr, sehr verschieden und darauf muss man wirklich Rücksicht nehmen. Also das Pferd sollte lernen, wenn es nun jetzt longiert wird, dass es im Gleichgewicht steht, dass es sich ordentlich führen lässt, dass es sich ordentlich mit dem Gebiss umgeht. Das heißt, es muss sich satteln lassen, es darf keinen Sattelzwang bekommen, es muss alles vorbereitet sein, so dass man sagen kann, okay, jetzt ist es soweit, dass man aufsitzen kann, dass man dann erstmal diese ersten Schritte, wie jeder Mensch laufen lernen muss, muss auch das Pferd wieder neu laufen lernen. Denn das Pferd ist in einem sich selbst gefundenen Gleichgewicht und wenn der Sattel da drauf kommt, wird das erstmal gestört, weil das Empfinden dafür ganz anders ist, sich zu bewegen. Denn das klemmt hier, klemmt da, also
werden die Pferde erstmal so an ihren schönen, anmutigen Bewegungen im Trab zum Beispiel, wenn man so einen hat, verlieren. Das ist aber ganz normal. Also muss man dann warten. Leider ist es häufig so, dass dann der Zwang einsetzt und viele Ausbilder ihre Pferde nun jetzt wirklich sehr triezen, dass sie diese großen Bewegungen dann halten. Aber das hält nicht lange. Die Quittung kommt hundertprozentig irgendwann. Entweder durch Lahmheit oder durch Nichtgehorchen oder Widersetzlichkeiten oder dergleichen. Also muss ich also immer warten, bis alles in Ordnung ist ohne Sattel. Und dann muss das Pferd sich wieder neu später an den Reiter gewöhnen. Das ist wieder ein Gewöhnungsprozess, der länger dauert. Und hier bedarf es so der doch großer Geduld eines Ausbilders, bis er das alles für sich hat. Also das junge Pferd ist ja noch sehr unbedarft und wenn wir das heute Morgen gesehen haben, da haben wir ja nicht mehr als eine halbe Stunde mit einem Pferd gearbeitet und gymnastiziert. Das ist nichts anderes, ein Prozess der Gymnastizierung des Pferdekörpers, um es eben stark zu machen für das, was später mal auf das Pferd zukommt, wie zum Beispiel ein Dressurpferd oder Springpferd, die einzelnen Muskelgruppen entsprechend dann zu formieren und stark zu machen. Es ist so, dass wir, oder ich halte es für mich so, dass ich ein Pferd 10 Minuten bis eine Viertelstunde Schritt reite und dabei aber diese Übung nicht nur geradeaus mache, sondern wenn das Pferd in der Lage ist, meinem Schenkel zu folgen, leichte Seitwärtsbewegungen ganz langsam, damit auch die Gliedmaßen sich stretchen und übereinander gehen, dass ich eine seitliche Gymnastizierung davon bekomme. Dann aber das eine Viertelstunde lang so machen, ganz vorsichtig, ohne Zwang und ohne Druck. Und dann arbeite ich meine Pferde im Trab, aber lasse sie also daher bummeln und lasse sie sich selbst aufbauen. Der kluge Reiter lässt sein Pferd für sich arbeiten, nicht umgekehrt. Und die Pferde lassen für den Reiter arbeiten, arbeiten immer, wenn man mit ihnen die Gelegenheit sucht, das zu tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann versuche ich je nach Alter, je nach Reifegrad, nach Ausbildungsgrad, die Pferde dann so 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, aber höchstens zu reiten, wobei ich dann aber nach 10 Minuten spätestens eine Schrittpause einlege, um Schrittlektion zu reiten. Häufig sieht man natürlich auf den Abreiteplätzen oder überhaupt so im Training, dass die Reiter ihre Pferde dann eine Viertelstunde reiten, dann parieren sie durch den Schritt, schmeißen die Zügel auf den Hals und lassen die Pferde dahergehen. Das ist total vertane Zeit, unsinniges Zeug. Man muss den Pferden wirklich die Zügel langsam hingeben, dass sie sich erholen können, dass sie relaxen. Denn wenn man bedenkt, dass die Pferde so eine Viertelstunde, 20 Minuten an einem Stück gehen, wird natürlich die Muskulatur sehr beansprucht und sehr strapaziert. Und das Blut in einer Muskulatur kann nur dann fließen, wenn auch die Losgelassenheit da ist. Nun leider ist es so, dass heute die Pferde so gearbeitet werden und dermaßen gearbeitet werden, dass dann eine Spannung auftritt. Und sobald aber dann Spannung auftritt bei zu hoher und zu großer Arbeit, dann kann das Blut nicht mehr fließen. Der Muskel kann sich nicht bilden, nicht im Volumen mehr. Er verkrampft sich, es geben Krampfungen auf und dann widersetzen sich Pferde meistens. Also es ist sehr wichtig, durch die Losgelassenheit, durch das Anspannen der Muskulatur, das Nachlassen der Muskulatur, also das Entspannen, die Blutzirkulation, das ist jetzt ganz grob gesehen, nicht? Das ist jetzt nicht, ich bin kein Doktor, so, dass die Pferde dann wirklich in der Lage sind, ihre Muskulatur wirklich zu gebrauchen, dass sie sich auch stärkt und dann vom Volumen her größer werden, um dann auch wirklich ihre Arbeit dann auch wirklich damit zu absolvieren. Das ist sehr wichtig und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer Pausen macht und dass man auch immer entsprechend dem Temperament des Pferdes, dem Ausbildungsgrad des Pferdes dann in die Arbeitseinheiten aufbaut. Wenn ich mit einem Pferd zugange bin und habe dann alle so Lektionen, die ich mir ausmale und die von dem Pferd sehr leicht und leichtfüßig beziehungsweise auch sehr gehorsam absolviert werden, dann bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg. Ist egal, was ich mache. Wenn ich also dann im Freizeitreiterbereich bin und will Spaß mit meinem Pferd haben und habe zum Beispiel eine Reitbeteiligung, die das Pferd morgens und vormittags ein bisschen rausgenommen hat und nachmittags komme ich aus dem Büro, setze mich rauf, sattel mein Pferd und reite ins Gelände und bin glücklich. Das ist das, was ich eigentlich will, nichts anderes. Wenn ich als Dressurreiter ein Pferd habe und habe bestimmte Vorstellungen, habe aber nur
Zeit, abends mein Pferd zu reiten, wie das in den meisten Fällen der Fall ist, dann muss ich aber dafür Sorge tragen, dass das Pferd aber am Tag schon mal Bewegung hatte und raus ist. Und wenn ich dann abends mein Pferd sattel, Kontakt mit der Haut des Pferdes habe, also mit dem Pferd, das Wesen des Pferdes erfühle, wie ist er heute drauf, wie geht er, steige auf, reite ins Gelände oder mache meine Dressurlektionen und bin dabei glücklich, dann habe ich mein Ziel erreicht. Genauso ist das. Und genauso ist das mit dem Springpferd. Springt es willig, ohne dass es widersetzlich wird, dann habe ich einfach das Ziel, mein Tagesziel, erreicht. Das muss ja nun jetzt nicht mein Endziel sein. Wenn ich ein Pferd habe, das veranlagt ist und möchte gerne Grand Prix reiten, dann muss ich den Schritt genauso gehen wie der, der ein Freizeitpferd hat und der nicht jetzt Pferd und Passage üben muss. Ich muss genau den gleichen Weg gehen, das Pferd stark machen für das, was ich mit ihm machen will und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun, sondern kontinuierlich aufbauen. Dann bin ich glücklich und weiß, aha, da habe ich es richtig gemacht, kann ins Bett gehen. Aber niemals muss das passieren, dass der Reiter absteigt voller Frust. Und das passiert sehr häufig, dass das so ist. Das darf niemals passieren. Ich muss immer etwas tun, was dem Pferd Freude macht und wo es Spaß dran hat und wo man beide runtersteigt und ist zufrieden. Genau wie Ehepaare, die dann abends und jetzt zusammensitzen und sagen sich so ein nettes Wort. Und so. Ich bin mit meiner Frau über 50 Jahre zusammen, das machen wir und das halten wir nur. Und das hilft schon eine Menge, nicht? Und das ist auch im Pferdebereich und mit den Pferden genau das Gleiche, nicht?